Hallo und willkommen zu unserer Serie Mein Laptop von innen. Hier möchte ich euch in einem schnellen Überblick zeigen, wie ihr den Akku tauscht und wie ihr an die wichtigsten Komponenten herankommt, wie SSD, RAM, Lüfter. Ich zeige euch dabei das Innenleben des Laptops. Ich zeige euch auch, was es an Tipps und Tricks noch gibt, was ihr vielleicht beachten müsst und dass es im Grunde genommen nicht so schwer ist, einen Laptop aufzuschrauben und an die einzelnen Komponenten heranzukommen. Legen wir los! So, wir haben hier einen Laptop von HP und zwar ein 15-DA0 und ich zeige euch auch gleich, wie ihr an die genaue Modellnummer rankommt, aber zuallererst stellen wir mal sicher, dass das Laptop nicht mehr mit dem Ladekabel verbunden ist. Die genaue Modellnummer finden wir bei dem Gerät auf der Rückseite und das ist echt mega schwer zu lesen, muss man auch richtig ins Licht halten und zwar genau hier. Und mit dieser Nummer findet ihr auch super einfach alle Ersatzteile speziell für dieses Gerät bei uns im Shop. Allgemein lässt sich zu dem Gerät noch sagen, dass ein Displaytausch hier relativ unkompliziert ist. Dafür muss man nur den Frontrahmen lösen und kommt so an das Display ran. Bei der Tastatur und auch dem Touchpad ist es so, die kommen beide zusammen mit dem Topcase. Das heißt, da muss man dann auch alles aus dem Gerät rausnehmen. Um das Gerät zu öffnen, muss man als allererstes alle Schrauben rausnehmen. Und hier ist es so, es gibt zum einen die offensichtlichen Schrauben, nämlich die drei. Und dann ist es aber auch so, dass unter den Gummischienen jeweils nochmal Schrauben sitzen. Ich habe die untere Gummischiene jetzt schon mal entfernt, da kann man das sehen. Aber auch unter der oberen sitzen Schrauben. Das heißt, da muss man das versuchen, mit dem Finger nach oben hin aufzuhebeln. Wenn das nicht so gut geht, kann man sich auch eine Hilfe nehmen und dann vorsichtig hier drunter gehen und das nach oben hin abziehen. Sollte das mal der Fall sein, dass das nicht mehr klebt oder nicht mehr richtig klebt, kann man sich zweiseitiges Klebeband holen und das neu verkleben. Man kann alternativ dazu natürlich auch sich, separate Gummifüße holen und die dann einfach hier direkt draufkleben. Also ja, da gibt es auf jeden Fall Möglichkeiten. Und ja, wie gesagt, die sind hier drunter noch die restlichen Schrauben und die sind glücklicherweise alle gleich lang. Und sind auch alles Kreuzschrauben, bekommt man also mit ganz normalem Werkzeug auf. Und ja, also apropos Werkzeug, ich mache jetzt hier alles mit einem super praktischen Universalwerkzeugset. Das verlinke ich euch auch in der Videobeschreibung. Da hat man nämlich echt alles, also Pinzetten, viele verschiedene Öffner und eben ein Schraubendreher-Set mit wirklich allen Aufsätzen, die man sich so wünschen kann. Die habe ich mir jetzt hier allerdings schon mal vorsortiert und in dem Fall für die ganzen Kreuzschrauben nehme ich hier ein PH0 als Aufsatz und dann funktioniert das super. Bevor man jetzt die Unterseite abnimmt, sollte man auf jeden Fall das Laufwerk, das von dieser Schraube hier gehalten wird, rausnehmen. Da reicht es meistens, wenn man das hier rauszieht. Manchmal, wenn es ein bisschen schwerer sitzt, ja, muss man vielleicht auch ein bisschen nach oben unten rütteln. Irgendwann geht das aber auf jeden Fall raus. Also das ist auf jeden Fall super wichtig. Und dann probiert man im Grunde genommen mit einem der Öffner, welcher ist eigentlich egal, ich habe jetzt einfach mal den genommen, in die Verbindungslinie zwischen Unterseite und Gerät zu kommen. Und die läuft hier zum Beispiel, kann man das ganz gut sehen, glaube ich, einmal außen rum. Und ich versuche jetzt mal auf der Rückseite hier eine Öffnung zu finden. Da geht man eben, wie gesagt, einfach mit dem Werkzeug rein und hebelt das so ein bisschen nach oben.
gebaut. Das geht also ganz gut. Dieses super laute Knacken hier, da braucht man wirklich keine Angst zu haben. Das ist völlig normal. Das ist, wenn sich die Einraststellen hier lösen, dann knackt und knirscht das. Das ist ja auch ein Reparaturgerät. Man sieht also hier auch, dass es da schon ausgebrochen ist. Und ja, dann arbeitet man sich so um das Gerät herum. Auch auf der Vorderseite hier. Man hört das echt. Das ist schon wirklich laut. Aber wie gesagt, auch ganz normal. Ja, irgendwann kann man dann auch mit den Fingern drunter greifen und das dann meist mit ein bisschen Rütteln und Wackeln einfach abziehen. Und ja, so sieht das dann von innen aus. Und so sieht das Gerät von innen aus. So, bevor wir jetzt irgendetwas weiteres hier an dem Gerät machen, trennen wir auf jeden Fall als allererstes mal den Akku vom Mainboard, dass da auch wirklich kein Strom mehr drauf ist. Und in dem Fall ist der Akku hier direkt auf das Mainboard draufgesteckt. Das heißt, wir nehmen den auch gleich komplett raus und haben da auch gleich zwei Fliegen mit einer Klappe. Der wird auch nur von diesen drei Schrauben hier oben gehalten. Und der ist hier unten so ein bisschen eingehängt. Das heißt, man zieht den einmal hier nach oben, auch direkt vom Stecker weg. Und dann kann man den hier unten einfach rausholen und ja, gegebenenfalls eben auch tauschen. Gut, was können wir hier noch sehen? Wir sehen hier neben dem Akku ist tatsächlich noch Platz für eine 2,5 Zoll Festplatte. Und da ist es so, je nachdem mit welcher Platine das Modell hier geliefert ist. Die Platine zum Beispiel ist nicht bestückt mit einem Stecker. Das heißt, man muss hier tatsächlich die Platine kaufen und austauschen. Die wird nur von einer Schraube hier gehalten. Und die Platine kommt zusammen mit dem Stecker und einem Kabel, was dann hier per Kippschalter an die ans Mainboard angeschlossen wird, also Kabel rein, Stecker zu. Und dann kann man die hier verschrauben. Das sieht man hier auch, das ist auch mitgeliefert in dem Fall. Das heißt, die kommt einfach rein, wird verschraubt auf den Stecker drauf von der Platine. Meistens sind die Schrauben nicht dabei, muss man also auch noch mit dazu holen, dass das dann hier auch fest ist. Und ja, genau. So viel zu der 2,5 Zoll. Dann, wir sehen hier, sind die beiden RAM-Slots. Hier drüben ist die SSD. Dann sehen wir hier noch das WLAN-Modul. Und direkt darüber ist der Lüfter und der Heatsink, der die CPU kühlt. Und ja, das war's soweit hier bei dem Gerät. Und dann würde ich sagen, tauschen wir mal den RAM. Und der lässt sich wie eigentlich bei allen Geräten super einfach tauschen. Er wird nämlich nur hier außen von diesen beiden Klammern gehalten. Das heißt, die zieht man so ein bisschen nach außen hinweg. Dann springt der einem schon förmlich entgegen. Und dann kann man den einfach aus dem Slot ziehen. Und genauso auch wieder tauschen. Zurück in den Slot. Und dann bis ganz nach hinten und nach unten drücken, bis die beiden Klammern wieder einrasten und ja, ratzfatz erledigt. Genauso einfach ist auch ein Tausch der SSD. Die wird nämlich nur von einer Schraube hier unten gehalten. Und sobald man die raus hat, kann man die SSD so ganz leicht nach oben hebeln und nach hinten aus dem Slot ziehen. Manchmal ist da nämlich noch Kühlpaste drunter und dann klebt die so ein bisschen, nur nicht zu weit hochhebeln, dass man es abbricht. Und auch hier das gleiche Spiel, die neue SSD kommt einfach zurück in den Slot. Auch hier wieder bis ganz nach hinten, wird ein bisschen nach unten gedrückt und wieder verschraubt. Und auch das geht super einfach. Der Lüfter lässt sich bei dem Gerät ebenfalls einzeln tauschen. Und hier ist es so, der wird nur von dieser einen Schraube hier gehalten. Und das heißt, wir schrauben den erstmal los.
hat man hier nämlich auch mehr Platz, um das Kabel dann rauszuziehen. Und dann kann man den nach oben hin aus dem Gerät nehmen. Und das Kabel, ja, der Stecker hier, den kann man seitlich greifen und dann nach hinten hin rausziehen. Und hier ist es auch so, da noch ein kleiner Tipp. Und zwar kann man auf der einen Seite des Steckers kann man hier Kontakte sehen. Die sind also wirklich nur auf einer Seite. Und die zeigen bei dem Modell jetzt dann eben auch nach oben, wenn man den Stecker wieder verbindet. Und in dem Fall würde ich den auch zuerst wieder verbinden. Dann vergisst man das nämlich auch einfach nicht am Ende. Und das ist nämlich nicht so prickelnd. Ist ganz rein. Ja, und dann kommt der Lüfter wieder auf seine Position. Ich versuche hier das Kabel nicht mit einzuklemmen. Der hat hier auch, das sieht man schon, so kleine Führungsöffnungen, dass man genau weiß, wo der hinkommt, auch hier drüben. Das heißt, der sitzt dann, wenn man die beiden Stellen drin hat, automatisch richtig. Ich lege das Kabel hier so ein bisschen drumherum. Ja, und dann eben nur noch festschrauben. Genau. Sollte man den Heatsink mal ausbauen müssen, der wird von diesen vier Schrauben hier gehalten. Und dann kann man den nach oben hin aus dem Gerät nehmen. Gegebenenfalls neue Kühlpaste, wenn die nicht mehr gut ist. Und ja, so kann man auch das tauschen. Der Akku-Einbau, genauso einfach hier wie der Ausbau. Der hat, wie gesagt, hier noch so kleine Ausbuchtungen. Da schieben wir den einfach wieder rein. Genau. Und dann wird er hier oben auf den Stecker drauf gedrückt. Und dann, ja, muss man sich eben nur merken, das waren diese drei Schrauben, die man wieder verbinden muss. Und damit ist das im Grunde genommen schon erledigt. So, die Unterseite kann man jetzt einfach wieder von oben auf das Gerät drauflegen und nach unten hinzudrücken. Und auch hier rentiert es sich noch einmal wirklich um das Gerät herumzugehen und zu schauen, dass da wirklich nirgendwo mehr eine Lücke zu sehen ist. Auch auf der Seite vom Laufwerk. Und dann, ja, muss man nur noch die Schrauben wieder verbinden, mit der Schraube warten oder gleich das Laufwerk rein. Und ja, zu den Gummischienen habe ich ja anfangs schon was gesagt, die einfach wieder drüber kleben. Und ja, so schnell ging das. So, ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen. Wenn ihr noch Fragen oder auch Anregungen habt, lasst uns gerne einen Kommentar da. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Schrauben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.